Die USA bereiten sich auf einen weiteren Hurrikan vor. Nate nimmt bereits kurz auf den Golf von Mexiko und die Stadt New Orleans. In Zentralamerika sind durch den Tropensturm mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen. Vor allem in Costa Rica und in Nicaragua hat Hurrikan Nate schwere Schäden verursacht, die nach und nach sichtbar werden. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst, da viele Orte von der Außenwelt abgeschnitten sind. Durch die heftigen Regenfälle sind viele der Straßen kaum passierbar. Wir werden versuchen, mit Traktoren dorthin zu kommen, um Essen, Wasser und Medikamente zu liefern. Heute Nacht Ortszeit soll Nate nahe der Stadt New Orleans als Hurrikan der Stufe 1 von insgesamt 5 auf Land treffen. Seit Tagen bereiten sich die Einwohner auf die Ankunft von Nate vor. Einige haben vorsorglich Notunterkünfte aufgesucht. Der Bürgermeister von New Orleans verspricht, die Stadtverwaltung sei für den Sturm gerüstet. 2005 hat Hurrikan Katrina eine Flutkatastrophe in der Stadt ausgelöst.